Vier Zaun, das ist ja massig. Wunderbar. So und nicht anders. So, das müsste aber jetzt reichen für zwei Zäune. So, 22. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Dann haben wir hier eine Aussichtsplattform. Da unten sehen wir unser Häuschen und hier machen wir noch einen Turm hin. Warte mal, wenn hier ist hier die Tür, dann geht's hier hoch. Ja, genau, dann ging es hier immer hoch. Ja, gucken wir mal, wie wir den Turm machen. 11 Dinger haben wir noch. Dann machen wir den genau 11 hoch. Das war wieder mal sehr schlau. Wir sind den Wolken ganz schön ein Stück näher gekommen, ne? Hallo. Ja. Hier ist ein Turm, hier kann man dann noch ein bisschen drumherum gucken. Gucken wir mal. Wenn es scheiße aussieht, können wir es ja wieder abreißen. Wieso kommt denn heute überhaupt keine Minecraft-Musik? Wundert mich ein bisschen, weil ansonsten hat die uns ja immer richtig zugeschüttet. Okay, ich muss es von unten machen, weil ich muss ja gucken, je nachdem wie viele Leitern ich habe, dass ich dann halt auch dementsprechend dann auch den hochbaue. So. Ach, ey, du gehst mir auf die Nerven, ey. Verpiss dich. So. Und noch ein. So. Und von da unten dann jetzt einfach hochbauen. Erstmal ganz schön den Boot reinschrauben. Lecker Brot. So, erstmal warten, bis ich regeneriert bin. Und dann einfach einmal wupp, wupp, ja. Wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Einmal einen Ring drumrum. Wupp, wupp, wupp. Und wupp, wupp. Wupp, hoch.
Wupp und wupp. So. Und hier kommt dann jetzt Zaun drumrum. Oder habe ich das noch eingemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich hatte es noch eingemacht, oder? Ich sehe das dann, ich muss gerade mal von unten gucken. Wie das aussieht. So sieht es irgendwie nicht aus wie ein richtiger Turm. Und ich glaube, ich habe da schon zwei Überstände. Ich mache da schon zwei. Genau, ich mache da zwei Überstände. So. So. Und schon wieder den fast ein Stackholz weg. Okay, also hier sind 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann fehlt nur noch auf der Seite hier. So. Oh, guck mal. Käse. Sieht so ein bisschen aus wie Käse, finde ich. Hat irgendwas Käsiges. So. Ist es auch so? Ich weiß es gar nicht. Naja, egal. So, wir machen uns noch mehr Zaun. So, machen wir doch das gute Tropenholz. Dann so, so, so und so. Muss ich dann noch gucken, wie ich das mache. So, machen wir hier mal schön Sicherheitszaun hin. Hochsicherheitszaun. Ich finde, für Zaun braucht man so viel Holz. Das ist, was eine Frechheit ist. Ach, es ist Nacht. Krsen. Da unten ist schon schön was gewachsen. Und ja. So. Ich mach dann noch mal, ich mach dann ganz kurz mal eine Pause. Und ja, bis gleich. Ich mach 5 Minuten Pause. Tschüss. So, ich bin schon wieder zurück. 2 Minuten Pause. Wir haben doch noch Tropenholz zum Machen von Zäunen. Ah, hier ist so dunkel. Ich habe aber schon die Brightness auf Bright. Also die Helligkeit auf Hell. Hoch. So. So, müssen wir eben noch ein paar mehr Sticks machen. Nein, will kein Knopf. Kennt ihr das noch? Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ich hab's zwar auch, ich hab's nie geguckt, also, oder gelesen. Ich fand es irgendwie komisch. Ja, ihr fragt euch ganz sicherlich, was nehme ich nach Nailed auf? Also wer kein Nailed guckt gerade eben, deshalb sage ich es jetzt nochmal. Pure. Das ist sowas ähnliches, nur halt viel besser und cooler. Und das wird danach aufgenommen. Sag mal, kann es jetzt auch mal wieder Tag werden? Na, Käsemond?
Wie geht es dir? Und wem es aufgefallen ist, dass Sphexbury Decraft, das hat überall seine Zeichen versteckt. Einmal hier in diesem Kreuz ist das Sphexbury Decraft Zeichen. In dem Mond sind ganz viele Zeichen. Wo noch? Wo noch? Da jetzt nicht. Hier in dem Laub ist Sphex. In den Keksen. In den Werkzeugen. Zeugen. Obwohl, in den Werkzeugen, doch, da auch. Und im Gras ist es auch versteckt, überall. So, ich gehe jetzt nach unten und hoffe, dass kein Creeper auf uns wartet. Pass auf! Ich habe ein Schwert und du hast nur einen Bogen. Aber du hast jetzt, hättest jetzt eigentlich den Vorteil. Du könntest mich hier runterschießen. Aber da du nur ein dummer NPC bist und nur aus bestimmter Entfernung einen erkennen kannst, hat der Notch das eigentlich extra gemacht, dass die nicht so weit gucken können? Weiß ich gar nicht. Also ich habe es noch nie geschafft, irgendwie einen Schuss von einem Skelett abzu... Nein. Leckt mich doch am Arsch, ihr verkackten Scheiß-Creeper, ey. Da kriege ich jetzt schon wieder einen an der... Mama. Super, hammergeil. 17 Erde. Och nö. Und während ich dann da noch so schön hinter... da dahinter noch stehe... Da kommt schon gleich wieder einer von hinten angeschissen und versucht mich wegzusprengen. Bastard, ey. Die haben einfach keine Hobbys. Ja? Keine Ahnung. Wenn ich einen Spieler sehe, dann springe ich mich selbst in die Luft. Ich opfere mein Leben dafür. Oh mein Gott, ey. Sieht ja jetzt super scheiße aus. Können wir gleich Let's Play wieder löschen und nochmal von vorne anfangen? Nein, mache ich nicht. Oh, trotzdem scheiße da, ey. Mann, das sah so schön aus mit dem Laub da und dann kommt da so ein Kritzkreeper an und dann ist alles kaputt. Vielleicht hätte ich doch eine Weile warten sollen, bis ich runtergehe. Das ist doch scheiße jetzt hier alles. Ich sag dazu nichts mehr. Einfach nur scheiße gelaufen. Aber ich stand doch ganz weit weg. Der hat mir doch kaum Schaden gemacht. Wegen halbem Herzen sprengt er die halbe Landschaft in die Luft. Oder wie läuft das bei denen im Kopf? Haben ja gar keinen Kopf. Das Kopf besteht ja nur aus TNT, ey. Wenigstens habe ich noch ein bisschen Erde. Dann muss ich jetzt eben... Nee, mache ich aber nicht. Ich will irgendwie nicht. Och man, das ist ja so schön da. Und ich war am Überlegen, ob ich jetzt nicht das Laub da wieder hinsetze. Mit Schere und Ernten, weißt du. Aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich mache nie. Ich lasse die Creeper eigentlich kaum explodieren. Also wenn ich weiß, sie explodieren auf jeden Fall. Oder ich habe keine Chance, dann mache ich es irgendwie aus. Weil ich habe irgendwie keinen Bock. Dem PeteSmeet-Team ist zum Beispiel egal, wie die Welt aussieht. Die sehen das so ein bisschen als natürlich
an, aber ich finde, es sieht. Ich krieg hier gleich. Oder sieht das jetzt einigermaßen wieder natürlich aus? Nein, natürlich nicht. So, hier machen wir noch so. So. Jetzt ist der Berg wieder einigermaßen in Ordnung. Na gut, dann kommt man hier jetzt aber auch mal wieder richtig runter. Und dann machen wir dann hier einen Kiesweg hin. Und ja. Schöne Scheiße, gleich am Ende der Aufnahme passiert nochmal so ein Unglück. Ist doch scheiße, ey. Hätte ich es mal 10 Minuten früher beendet. Dann wäre es mir in der anderen Aufnahme passiert, aber nicht jetzt. Hätte aber eh auch nichts geändert. It's time to ernten. Oder sowas. So, hätten wir geerntet. Super. So, und dann jetzt. Los geht's! So. Guck, hier im Farmland ist überall Sexzeichen versteckt. Jetzt geht doch mal kaputt, du scheiß Axt, ey. Guck. Mache ich das jetzt mal mit der? Ich nutze sich da nett ab. Mann. Vielleicht geht's aber in Kakaobohnen. Dürfte aber eigentlich, weil sie dadurch schneller abgebaut gehen. Allein an so einem Baum bekommt man schon 32 Kakaobohnen. Na gut, rein, aber man muss ja noch nachpflanzen, aber trotzdem. So. Wie schnell die auch wachsen, ne? Das müsste Notch mal ein bisschen runterdrehen oder irgendein Programmierer, der dafür zuständig ist bei Mojang. So. Hier irgendwo ist ein Lavabecken drunter. Ja, okay. Also dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir stellen uns wieder an unseren Platz. Und ja. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme, wo wir dann an diesem Haus da weiterbauen. Sieht lustig aus, dass da so ein Turm dann rausguckt. Okay, auf jeden Fall. Tschüss und bis zur nächsten Aufnahme.